Meine Willkommen zur Meinung, wir auf dem Kanal. Jungs, wir gehen rein in The Walking Dead. Aber erst mal ganz kurz UDS erst wünschen. UDS wäre aber scheiße, wollen wir nicht zurück. Und stell ich euch noch schön mit. Die extreme Rede ist ja aus. Jungs, wir gehen rein. Dann machen wir mal den Reitungs in The Walking Dead rein in die Bücher. Rein in die Bücher, rein. Kleine Pause gehabt, ein paar Tage. Passt. Rein in die Bücher. Aber in der Folge, sonst wäre ich länger sub als vorher. Du hast eher gesubbt als gefordert? Hä? Was wäre ich ja? Länger sub als. Ich wollte gerade sagen, das wird etabliert. Shut up, Carly! I've heard it out of you! Oh, die, das wäre wirklich böse. What the fuck's the problem? You're not coming with us. I don't know much about you, folks. I can tell you as sure as the sun's gonna come up tomorrow. Y'all keep going on like this, and that girl ain't gonna make it. What do we do? Give me the gun, kid. I'll do it. To know if they're okay. Well, if they're not, what happened to them? I was the one giving the bandits supplies. What? It's all my fault. We gotta jump! What? No way! Ah! Shit! Das Kind gestorben ist. Es ist natürlich doof. Savannah, Clementine. I got your parents right here. And you be sure to find me, whether Lee wants you to or not. Now, der Pedo vom letzten Mal. Fuck. I don't know. But I doubt we're gonna be happy when we find out. Scheiße, mit der Pedo, die hab ich komplett vergessen. Haben komplett den Pedo vergessen. Ey, das Kind, der Duck wurde umgebracht. Duck und aber keiner live und da ist es nicht bedauerlich. Wirklich jeder Duck die Tod gewünscht. Also Duck nicht bedauerlich, Clementine. Da würde ich heulen, Jungs. Holy shit. Da muss ich die Brille abziehen, damit ihr meinen Tränen seht. Krieg ich ja nicht Clickbait machen. Einfach Red ist pleite, deswegen muss ich jetzt zwei Kanäle machen. Zusammenbau, Arbeit mit Skybound Entertainment. The Walking Dead. Staffel 1. Season 1, scheiße. Wir sind jetzt in. Scheiße. Savannah wollten wir hin, oder? Oder war das Walking. Oder war das Dings? Ich guck mal, was es ist, cool. Ich guck mal, was es ist. Red. Ah, schon der Fuß. Can't I just hold it? Was sage ich jetzt? Just for a little while. We're getting real close to where my mom and dad are. Maybe I can... Not now, Clementine. Maybe later, okay? Okay. Ich weiß nicht, ob ich es direkt sagen soll. How's Omid? His leg's pretty bad. I'm fine. You're not fine. You need to rest. He needs to rest. Guck dich nicht so böse an, ich kann nichts dafür. Kenny, wie weit noch? Kenny, how much farther to the riverfront? There should be just a few more blocks up ahead. And there'll be boats there? It sure as hell better be. There'll be boats. Have to be. Have to be. It's going to be okay. Kenny knows what he's doing. What the hell? Maybe the city's not so dead after all. Oh, God, no one's ringing that bell. It's automatic. On a timer. What kind of church bell goes off at 20 past the hour? Someone's up there. Da war sure? I don't see anything. I know what I saw. I'm telling you, there's someone up in that bell tower. Someone alive. If I were you, I'd get out of the street now. I thought you said that thing didn't work.
Hello? Hello? Are you there? Ihr wisst genau, wer am Telefon ist. Ihr wisst ganz genau am Ende der Leitung. Was ist das? Are you trying to fuck with us? Sounded more like a warning. Ask not for whom the bell tolls. Toby. What are you yammering on about? It tolls for thee. Da freut sich einfach richtig. Da geht er rein. Sorry, dass ich gleich das kurz in den Chat liege. Ich muss auf Katze nachgehen. Sonst hab ich Kunst, weil ich nicht verstehe. Ach du Scheiße! Ach! Everybody, run! Run. Actually, keine Gäste geben, holy shit. Mashallah! Nein, Kenny, gönn! Kenny! Little too close, don't you think? Ben! No, Ben, help her! Ben kann nichts! Du bist ein 31er, Ben! Du bist so ein 31er, Ben! God damn it! Für Fortnite! Für Fortnite! Der Ben holt schon so einen 31er. Jungs, warum tut die IP wegnehmen? Move your asses! River Street's right up ahead! That's not all. I'll give me a fucking break! Wait, where the hell's Chuck? Ja, der Obdachlose! Shit, he's in trouble. We gotta help him. Der ist so eine Ehre, mein Obdachlose. There's no time. We gotta go. Now. Just go. Ehremann, ich hatte gedacht, du musst entscheiden, du glücklicherweise nicht. Der ist mir Ehremann. Geh nur zu Ben, der ist 31er. I'll get the door. Hä? Was? Hä? Ah, ist umgeknüpft. Ich dachte gerade, der hätte mich rausgeschmissen. Yeah. You've opened up your wound. You're bleeding. Shit, it's gonna get infected. We've gotta get him inside. Clean him up. Kenny, how's that door coming? I'm working on it. We'll work faster, would you? Won't be long before those things outside figure out where we went. You know they can smell blood. Lady, I ain't the one who's bleeding. Let me see if I can find us a way in. Ich kann nicht geil sein, dass ich glaube, wirklich, wir haben die umgebracht. Und Gott dachte sich, nee, wir haben, also die komischen, die Reporter schon sagen, Gott dachte sich, nee, der hat noch nicht genug gelitten und hat die zu uns gebracht. Na, danke, Digga. Ich kann ihn fast noch wegen allein. Hund, shit. Wie sehr ich diese Frau hasse. Looks like something was buried here. Scheiße, wer ist Lori? Aber Lori auch. Schlimm. Die ist noch schlimmer als Lori. Ich weiß zwar nicht, wer Lori ist, aber die ist noch schlimmer. Natürlich hasst die Frau. Die ist unhöflich. Also die Frau von Omid. Ist das Omid? Also die da. Die kann ich leiden. Omid, der ist Ehrenbruder, aber die hat Corona. What's this? Looks like there's some kind of pet door here. I tried it already. That's locked too. Who the hell ever heard of a locked doggy door? I have. My neighbor had one just like that. It's radio controlled. The dog wears a collar with a chip in it, so the door only opens when the dog gets close to it. Jungs, wir müssen hier ausgraben, Ehre! Today's a school day. All right. So, where's the dog? Jungs, ihr Bein wird nicht. Der Typ ist da 12, also der ist offiziell 12, aber inoffiziell, also das, viele wissen es gar nicht, inoffiziell ist er nicht so 12, sondern und ist extrem männlich, wisst ihr, wie ich meine? Also mit diesem stolzen Alter.
10 haben wir zumindest ausgehabt. Okay, warte, ich muss erst eine Hundehütte nachgucken. Da steht nichts. Empty. That would have been too easy. Jungs, buddelt ihn noch aus! Ja, scheiße, warum kann ich nicht ausbilden? Hier muss irgendwas vergraben sein. Was ist denn da vergraben? Ich weiß es nicht. Das Spiel ist ab 18, aber vielleicht ist der Konto sich auch ab 3. Ich finde das einfach unkorrekt, dass er nicht durchziehst. Jetzt. Ja, jetzt geht's los hier in Lazy Town. Jetzt geht's los hier in Lazy Town. Hey, be careful. Digging up dead things isn't what it used to be, you know what I mean? Yeah, I hear you. What's buried down there? Das geilert doch nicht alle. Du da Hund. Nothing. Clem, go over and sit with Krista and Obi, okay? But I want to... Just do what I say, okay? Scheiße. Ich wollte nicht cracken. Kacke! Und oh Gott, the smell. Legt man den nicht so ein bisschen ein? Also so. Auf Honey? Auf Honey frisch? Can't get it off. Okay, that is not cool. Jesus. Kotzt doch einfach auf ihrem Bruderbasis. I'm fine, honey. It's just the smell. Are you sure you're... I said I'm fine, okay? Wie schnell das Loch gegraben, holy shit. Ich will nochmal kurz mit Clementine reden, so sorry sagen, weil Clementine kann ich leider, erst kann ich hassig. Aber wo ich so ein bisschen Hundefleisch... Yeah, not much longer now. I hope so. It's getting cold out here. Es wird warm. Das kommentiere ich nicht. Wir wollen. Die sieht aus, würde der Gegenpissen holen. Shit, Ehrenmann. Nein, falsch. Idiot. Dude, you're not gonna break that thing open. All you're gonna do is make a lot of noise we don't need. Hass ihn. Es ist sehr suspekt, Jungs, der Typ. Ich glaube, der Typ ist sehr. Yes! God damn! You see anything in there? No. Jetzt muss ich mit Clementine rein, Digga. Whatever you're gonna do, do it fast. Okay, let me see if I can reach up in there. Be careful, man. Miss Clementine. It's no good, I can't get it. Here, let me try. I think I can... Und hopps. Clem, are you okay? Say something! Ehrenmann des Jahres. Good job, Clem. Yeah, way to go. I did good, right? Yes, you did. Hey, du warst scheiße. Did good. Can we maybe have this conversation inside? My leg's starting to hurt like hell. Kannst machen, aber bitte kein Bann. Looks okay from also here. Nicht Red Bann, meine ich. Und wenn, dann bitte wieder Endbann. Rette ich nicht, will ich nicht bannen. Was ist mit Ding gerade los? Ich muss die Brille abziehen, richtig Stress, dann sehe ich kaum was, weil das Spiel so dunkel ist. Ist doch schwarzes Spiel, so wie Kylo. Sorry. No, it's okay. I'm good. Feel better already just being off my feet. Thanks, babe. Gar kein Kursis, gar kein. So, when were you gonna tell us about the radio? Tell you what? That it's working. That there's someone else on the other end of that thing. You didn't think that might have been worth sharing with the rest of us? I was gonna tell you. Kenny and I only found out yesterday. So both of you were keeping it from the rest of us. Great. Who gives a shit about the damn radio?
I'm more worried about whoever it was out there ringing that bell and bringing the dead down on top of us. It's like they didn't want us to make it to the river. What makes you think it's not the same person? Whoever was on the radio was close enough to see us in the street, and we didn't see anyone else other than the guy in the bell tower. Because that doesn't make a lick of damn sense. Why would they bring out the dead like that and then try to warn us about it? How much sense does anything make anymore? In case you haven't noticed, there's a lot of twisted folks out there. If the dead don't play games with you. Whoever it was, seems like they're following us. And I don't like being followed. All the more reason to get on a damn boat where we can't be followed. I'm not going back out there anytime soon. Omid needs to rest. Nee, ich bin auf. Ich stimme Kenny zu. Kenny, ihr Mann. On that. Once it's quieted down outside, we'll all head to the river together. Deal? Suit yourselves, but I'm not gonna wait around too long for someone else to grab up those boats. That's our ticket out of here. Mach die Katze, Tobi. Place seems secure at least. I'll feel better when we know that. Ich meine, die Katze kaputt. We need to check the whole house. All right, fine. You and me will take the upstairs. Lee, you've got down here. Make sure you check every door. Understand? Okay. Can I help? What if there's another locked door? I think you've been helpful enough for one day, kiddo. Why don't you just see if Kristen and Omid need anything, okay? Okay. Ah, du bist kacke. So, und jetzt. Ah! Yeah! Ich hoffe, es war gut. Meine Stimme. Für hat es nicht. Ja, also Tobi hat VIP auch irgendwie verdient. Not the best idea right now. I need to stay frosty. Und hey, Jungs, wir nehmen es doch einfach mit, dann kannst du ihn bringen. Whoever cleared this place out left behind two bottles of whiskey. Looks like someone didn't have their priorities straight. Nimm mit. Probably not the best idea right. Digga, du musst doch nicht trinken, nimm einfach mit. Frosty. Ja, sonst würdest du sehr gespammt. Ich meine, 50 Minuten ist schon. Ich kann es vielleicht mal mit Ding runter machen. Holding up okay? Sag mal schlau, grüß dich. Da wurde so aufgestuft. You checked all the rooms to eine neue sure? Ebene gestiegen. No, but I'll take care of it. Hey, guys. How's the house looking? Not done searching the first floor yet. But so far, so good. How's that couch treating you, Omid? Leg feeling better yet? I'm all right. Gib ihm doch den Schnaps. Gib ihm doch den Schnaps. I'll keep checking the first floor to make sure it's safe. Thanks, Lee. Hast recht, Kowski, hast recht. Ist ein edgy. Viele gegangen. Paul auch. Ja, aber ich glaube, Paul hat mir das übel genommen, ist die Mod weggenommen. Was aber schon irgendwo gerechtfertigt war, also. Ich finde es schlimm, er ist ab und zu noch bei Malte. Ich finde es. Ja, keine Ahnung. All empty. Finde ich nicht. Finde ich nicht. Er war Ewigkeit nicht da. Nothing. Water's off. Finde ich nicht. Ja, gar nichts Schlimmes gemacht, nur als Mod sollte man aktiv sein. Und war er, ich weiß, ich meine. Desperate enough for food that this starts looking appetizing. Wenn genau aus dem Potter Red VIP haben sollte, Paul auch Mod haben. Er hat so ein guter Mod 2. Nein, anfangs war er extrem auf da. Ja, aber dann, als es dagegen ging, den Mod wegzunehmen, war er, zumindest so, dass ich es gesehen habe, kaum da. Ich hab mir schon grundsätzlich überlegt, Kurskicks. Also höchstens VIP könnte ich ihn noch geben, aber. Ne? Wenn du geguckt hast, aber damals hast du ja auch noch vergleichsweise wenig geguckt oder seltener. Ich habe immer, wenn ich gestreamt habe, weißt du, mein. Jetzt bekommt Tobi mit seinen unwissigen Witzen. Ah, scheiße. Nestle, werden sie Wasser finden. Nimm mit.
Probably not the best idea, right? Digga, ne, du musst doch nicht trinken, nimm einfach. Clip, Tobi, hast du gut gemacht. War ein Podcast-Ding. Korrekt. Dann nimm Marlon auch. McVeigh schreibt ja auch nicht. Ja, bei Marlon weiß ich, dass er da ist. Ich meine, bei Paul wusste es nicht. Oder weiß, war er dann nicht. Ja, aber. Ach, du weißt, was ich meine. Du weißt, was ich meine, Kurs Keks. Ja, aber Marlon ist des Öfteren da. Kenny and Ben have the second floor covered. I should finish checking down here. Mach klar. Huge Tür. Irgendwann vielleicht, Johnny. Es steht in Aussicht. Irgendwann. Jesus! Keiner Besen. What happened? It's nothing. Just nothing. Ich weiß nicht, ich weiß auch nicht, warum er Fehler machen kann. Ich dachte, er kann da nur Videos runterladen, beziehungsweise auf den Dashboard zugreifen, aber. Jeder kann mehr, als ich wusste. Aber ich glaube, der macht damit nichts Schlimmes. Not exactly my style. Du hast mir keinen Mod gegeben, Matti. Hä? Hab ich es gesagt? Scheiße, Digga. Nothing happened here. F. Ich kann mit 10 Minuten Abstück machen. Holy, this big F und shit. More to check. Also F rette ich. Was gibt's, cooles Keks? Was gibt's? Ich hasse es, wenn du schreibst, Martin, anstatt direkt, was du sagen willst. Hab ich doch gemacht, oder? Hab ich das nicht gemacht? Nee, ich habe keine Musik. Ich mache einfach nochmal. Was für ein Kommentar hast du gelöscht, Digga? Ach, Manno! Vertraut an euch, ihr Schweinebucke! Ganz schlimme Leute, seid ihr ganz schlimme Leute. Mach mal eine Tierlist. That's the last room. Meinst du, dass man ein Befehl macht und dann kommt eine Tierlist in Chat? Also das? Kann ich machen? Please ain't got much. We should be okay here for a while. At least until it quiets down outside. Good. Thanks. Ah, jetzt geht's, was du natürlich meinst. Is he okay? Yeah, for now. But I'm really worried his leg might have gotten infected. Don't suppose you turned up any meds while you were poking around? Nah, just dog food. And there's some whiskey in the back. Teil doch nicht dumm, Jungs. Desinfizieren. I was just asking Clementine if she knows who the man on her radio is. It's okay, honey. You can tell us. Who is he? What does he want? Dein Vater. Go ahead, Clem. It's okay. You're not in any trouble. It's just a friend. I don't think he wants to hurt us. What has he been saying to you? What have you been saying to him? I told him I was trying to find my parents and that they were in Savannah. He really seems nice. I think he wants to help me find them. Clementine, honey, trust me, that's not what he wants. He... Lee? He will ganz seine Sachen erinnern. Lee, you need to get up here now. What's wrong? It's Kenny. Ja, sei tot. Nein, Kenny soll nicht tot sein. Nee, Kenny soll nicht tot sein. Kenny, good. Kenny said he thought he heard something up there. Went to go look. He's up there? I can't get him to come down. Stay here.
Matti, wenn Leute nicht in den Chat schreiben, kannst du 95% damit rechnen, dass sie deinen Stream nicht gucken, sondern nur in einen anderen Tab aufhaben und alle zwei Sekunden reingucken. Finde ich nicht schlimm. Fände ich eigentlich nicht so schlimm. Aber bitte, Kenny Girl, nicht Kenny sterben. Kenny und Clementine, die sind korrekt. Der Rest kann sterben. Kenny? Er wird sterben. Er wird sich, glaube ich, töten. Das ist das, was du gesagt hast, wo ich nicht lachen soll. Kenny. You okay, man? Kenny wird nicht lieben, glaube ich. Oh, Jesus. Nicht Kenny, Digga. What the hell is that? Oh, my God. Hat er Gift geschluckt? Er hat die Leiche mitgenommen? Ist es Duck? Das ist Duck, oder? Hä? Looks like Duck, don't he? Ah, nee, so, aber irgendeiner. Okay, gut, ich dachte gerade. What the hell happened to him? And nothing on him. Guess he must have been hiding out up here. Starved to death. Jesus Christ. I don't know if I can, Lee. Couldn't do it before. Can't do it now. Before it was your own son. Now it's just a kid who needs your help. You can do this, Kenny. You need to do this. I know. I just... Oh, God. Digga! Wie nennt man die Leute, die im Stream... Must have tried to hide out up here until he starved to death. Oh, this could have been Clementine if I hadn't found her when I did. Soll ich ihn töten? Ich weiß nicht. Wenn einmal Leute, die im Stream nur so tun, damit ihre Watchtime hochgeht und sie ihren Rang behalten. Genau, also. Er weckt. Soll ich ihn töten? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich weiß nicht, ob ich ihn töten soll. He probably died of dehydration before he starved. Damn. Das ist schon ungünstig, ne? What a way to live. What a way to die. Just ran out of food. Like we almost did. Like we still might. Ich weiß nicht, soll ich ihn töten? Was soll ich tun? Soll ich es tun? Ich tue es, oder? Nein, brech ab. Nur gucken. Nein. Someone should put him out of his misery. Was soll ich tun? Scheiße, soll ich Kenny sagen? Soll ich es machen? Ich bin im Zwiespalt. Ich mach's, das ist so Kenny nicht. Oder? Nein, kann, brech ab. Ich wollte ihn leise töten. I'm sorry. Natürlich. Ja, aber ich weiß nicht. Keine Ahnung, irgendwie habe ich gedacht, dass sie das hilft. Ich weiß auch nicht. Ich hab irgendwie nicht. I'll take care of it. Keine Ahnung. Ich hatte echt Angst, dass Kenny sich irgendwie umgebracht hat, irgendwie vergiftet oder so. Die richtig Schiss, holy shit. Komm rein, die Bücher. Ja, das ist, ja. F. Bullshit. Oh, geil, zum Hund rein, Ehre. Zu Kylo. Zu ihrem Bruder Kylo. Das ist gar nicht Kylo, aber ist mir egal. Geschämt. Aggressiv.
So frech. Ja. Ja. Du bist ein richtiger Ehrenmarkus gegen so ein Shit. Schon weiter. Ein Kurskeks. Die wissen das ja gar nicht. Sie sehen nur irgendeinen Kragen, der ein Loch zuschüttet. Die wissen ja gar nicht, dass es ein Dark, also mit dem Kind, oder? Ah. Stressig. Jetzt letzte Schaufel, Maschallah. Und wer ist er denn? Boah, mir erschreckt. Hey! Hey! Das war kein Zombie, das war ein Ehrenbruder Kylo. Who are you? What the hell do you want from us? Lee, what's going on? I saw someone standing there by the fence. Watching us. A walker? No, too fast. Took off like a bat out of hell when I spotted him. Was it a man or a woman? Didn't get a good enough look. What does it matter? I'm wondering if it's the same guy who's been following us. The guy on the radio. Kenny? I'm fine. I'm fine. What's all the ruckus? Lee saw someone watching us from outside the gate. What? Who? I can't be sure. Johnny, I don't like this one bit. Not one bit. Me either. Walkers are one thing. It's the thought of someone out there actually stalking us. All right, that's it. We've stuck around here long enough. It's time to get back on track. Ich glaube, da muss ich gleich eine wichtige Entscheidung fällen. Ich mach's jetzt. Und zwar. Ich muss ganz kurz die alte Ruder ranholen. Und zwar jetzt muss ich schnell gehen, Jungs. Ich muss schnell austrinken. Meine Kumpeline angerufen hat. Ich muss jetzt Wein mittrinken. Ich habe Kleber getrunken. Wenn ich ganz genau nachdenke, das war nicht so klug. Scheiße, das ist ja voll. Das Action ist so smart gewesen, den Kleber zu trinken. Aber es interessiert mich nicht. Wir machen weiter in Game. To the river and find ourselves a boat. I don't know if Omid's well enough to move yet. Well, he better get ready, because I'm going down to River Street right now to find a boat. And as soon as she's ready to go, we're moving out. I don't know if it's safe to leave just yet. Why the hell not? Walkers look to have cleared out. That's not all I'm worried about. So you'd rather just hunker down here and just let whoever's out there keep us boxed in, wait for them to starve us out? No thanks. I hate to say it, but Kenny's right. Scheiße. Omid's not in great shape to move, but we can't do anything for him here. Without meds or a doctor, he's only gonna get worse. All right. I'll head to the river with Kenny to scope out a boat while you get Omid ready to move. What about me? You'll stay here with the group. You'll only slow us down. Wait, can't I come? Yes. My mom and dad can't be far now. Maybe we can look for them on the way to the river. Clem, honey, I think it'd be best if you stayed here with Ben. I need you to watch out for Omid and Krista. Help them get ready to move out. You said I'm supposed to always stay close to you. I know, it's just this once. Sometimes we all have to put aside what we want for the good of the group. Hey, don't worry. I'll be back before you know it, okay? Okay. Daylight's burning. Gonna go grab my gear, then we'll head out. Come on, Clem. Let's go see if Omid needs anything. So, you're just gonna leave me on the bench here? What's that? Needs one with Ben, aber... That's not how it is, Ben. I need you to stay here and keep an eye on Clementine. I can do that. Well, just so we're clear. While I'm gone,
anything or anyone tries to get inside this house, you shoot them. Don't even think twice about it. Understand? I got no problem shooting walkers. Did you hear what I said? Anything or anyone? Good. Ehre? Ja, der Rude ist länger existent als ich. Das ist richtig. Wenn ich morgen wieder anfangen, muss ich Fußball früh aus dem Paris. Elf. Ja. Recht. Der Mann hat gar nichts gemacht. Ich hab gar nichts gemacht. Gar nichts. Ist er böse auf mich? Warum ist er böse auf mich? Ist er böse auf mich? Ich glaube, der ist böse auf mich. Warum? Was? Weil ich nicht zugestimmt habe? Weil ich mir nicht sicher war, was ich da sagen sollte? Scheiße. Hey, so you want to talk about it? About what? About what happened back there in the attic. No. You sure, man? I mean, River's right up ahead. Warum ist er böse? Warum ist er böse? Was soll ich? Hab ich was falsch gemacht? Son of a bitch! That bastard's fucking with us again. It's another trap. No, listen. That's not the same bell as before. This one's further off. Whatever it is, it's gonna get the dead moving over there. Pock? What in the hell is going on? I don't know, but the person ringing that bell might be doing us a favor. Whatever, man. I find whoever's doing that, I'll ring their motherfucking bell for them. Good one. Let's keep moving. Ehrmann? Still nothing moving behind us. I think we're... Oh my god. Was mein... There's gotta be a boat. There's gotta be. Are you sure about that? Doesn't look like it to me. Maybe we need to start thinking about a plan B. This is the plan. It's the only one we've got, and you pissing on it in front of everyone like you did back at the house ain't exactly helping. Well, screw you. I ain't giving up that easy. Ich weiß gar nicht, was ich tun sollte. Also ich was ich meine, Jungs, das ist ein chilliges Boot. Ah, das halt jetzt nicht. This one might still be salvageable. You better be right about this. I said it might be. Give me a fucking break. I'm a fishing captain, not a miracle worker. Digga, was ist dein Problem, Hoshin Kenny? I'll check it out. You look further along the waterfront. Maybe there's something at the other end. I don't think we should split up too far. We don't have to. See that telescope? You can see all the way along the waterfront from right here. See what you can find. Okay. Ja, okay, hast recht. Der Brie hat nichts mehr. Außer seine Freunde, der mit Ruhe und Gemütlichkeit ins Murat unten in Bagdad, Ariana. Looks like the whole city has been boarded. Das mit dem Boot habe ich gegettet. In der Kasse werden Münzen sein, Maschallah. What the hell are these markings? They're all over the place. 10er hier Infektionsherd oder so gewesen und die wollten das damit eingrenzen, so pestmäßig. It's an old cash register. That much use these days.
Oh, wir haben uns ja aufmacht, Jungs. An abandoned newsstand. Anscheinend wollte ich nicht. Abandoned newsstand. Jetzt hier hoch. Fenster gucken. Guggeli! Must have taken weeks to board up all these windows. Grün will dich noch bewegt, aber holy shit, was ist was hier passiert, holy shit. Fuck. What is this meant to be? Some kind of warning? Or do something like this? Aktivieren, Bruder. Nee, warum soll ich euch schießen? Das ist dumm. Die haben so keinen Väter mehr. This barricade does a good job of making me not want to go any further. Digga. 10 Millionen Schild und Schild. Gefühl habe ich so, ich habe irgendwie das Gefühl, dass Clementine immun ist. Das ist ein bisschen Last of Us mäßig, wisst ihr, was ich meine? Must have been trying to back their boat into the water. Only things didn't go as planned. Looks like it's still intact. Was ist das? Ich erkenne es nicht. Ah, so ein Prägungsautomat. Mal ruf. Locked. Du hast doch so einen Schlüssel. Gas siphoned, tires removed, engine parts missing. Looks like this thing has been stripped clean. Must have been a hell of a wreck. Ich bin aktiv am Denken, Jungs, das klappt nicht. Ich muss hier mitziehen. Ich muss damit sicher was machen. So muss ich aufknacken, damit kriege ich, komme ich da ran. Das ist es, Jungs, das ist es. I should probably stick close to Kenny. It's too dangerous out here. Das ist Kugelskeks. Warum, mein Gott? Guck jetzt nochmal hier, bitte. Could be military tags, but what do they mean? Ich bin in die zweite Episode und hab mich gerade sehr genau gesehen, wie jemand ein Auge rausgeschlagen hat. Finde ich sehr witzig. Finde ich sehr, sehr witzig. Also Augen rausschlagen und so finde ich sehr entspannt. Geil, vielleicht werde ich auch spielen. Die zweite Episode. Ich bin übertrieben lost. Ganz Schädelmaschler. Great. Needs a quarter to work. Okay, ich glaube, vielleicht kann ich das jetzt die Kasse aufmachen. Dann würde da nichts drin sein. Dann kann ich das anders irgendwie aufmachen. Also, ja, perfekt. Ich kann es jetzt wirklich jetzt machen. Ich bin so, ach, Digga. Hello, beautiful. Empty. Ich wollte schon sagen, yeah, wenn da ist es drin wäre, dann würde ich aber aggressiv viel vor und kämpfen. Dann werde ich jetzt hier auch einen Schlüssel anwenden können, schätze ich. Dann kann ich jetzt auch einen Schlüssel. Ach, scheiß drauf, Digga. Glück gehabt, ja. Geil, go fast. Aber Maschala Memo. Memo mit 5 O. What's up with the boat? It ain't gonna work. Hull's cracked beneath the waterline, plus someone stripped out the battery. You can't fix it? Als ob das jetzt gesehen hat. What the hell is that? A fate worse than death.
Ich kann gucken, ich kann gucken, mashallah. Mashallah, hier irgendwo nochmal auf Gönnerbasen Boot. No boats. Boot. Nothing but water. Not a boat to be seen. Das kennen wir. What the hell? Hä, was? Den haben wir nicht gesehen, den Typen. Wer ist. Scheiße, ich glaube, ich sollte auf die gucken. Es ging auch schwer wegzudenken. Get down! Get down! Hä? Spider-Man! 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 Why the hell are we hiding? Someone came down from that building at the end of the street. Where'd he go? I saw him running to that new stand. Could be our bell ringer. How about we go find out? Sounds like a plan. Okay, you head up the Ich will das Candy wieder allein kann. Ich glaube, es ist nicht klug. We'll come up on him quiet, take him by surprise. Das ist nicht klug, glaube ich. We just want to talk to this guy. Oh, we're gonna talk. Das ist nicht gut, das ist nicht gut, was sie machen. Das ist nicht gut. Es wird nach hinten losgehen, es wird nach hinten losgehen. Wir werden ja schießen und dann haben wir kritische Bücher. Das wird nach hinten losgehen. Er hat es runtergedingt, da habe ich schon bemerkt. 10-8, da habe ich bemerkt. What the? Ich war so unter Schock und Shit. No! Clem, dein Ehrenbruder. Clem? Please, don't hurt him. You're not from Crawford. Schön Maske getragen, mashallah. You're not the guy on the radio. I'm not a guy at all. Full marks for observation. Kenny, don't! Hab's genommen. No, he's with us! Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Who the hell are you people? Scheiße, ich weiß nicht, was ich geklickt habe. I asked you first. The name's Molly. Molly? I'm Lee. This is Kenny and Clementine. We're not looking for any trouble. Hi. You guys really aren't from Crawford, are you? Know what that is. Everything beyond that barricade. What the hell happened here? You sure you want to know? When everything started going to shit, some people got together and sealed off that whole neighborhood. Folks willing to do anything to stay alive, stop the dead getting in. I try to avoid them. Why? Let's just say they have a zero-tolerance policy for anyone who won't, or can't, live by their rules. So how'd you know we weren't them? Because there are no children in Crawford. Not anymore. What do you mean, no children? Why not? No children, no elderly, no one with an advanced medical condition. Basically, no one might be a burden on the community. Ey, dummes Rentner, chillig, Rentner tut Ehre. Aber Kinder, die bringen euch doch Kohle. Lost. Jesus Christ. Well, just the opposite, when you think about it.
But still, children, you're not seeing me. In God's name, why? No one stays in Crawford unless they can pull their own weight. Yeah. Otherwise, you're just another mouth to feed, another drain on their precious resources. Eine Belastung für die wertvollen Ressourcen. What does that mean? Pull their own weight. It just means being able to help out, like you do all the time. Doesn't sound like any kind of way to live to me. Couldn't agree more. Chillige, extrem entspannte Dudes. How do you know all this? Everyone in Savannah knew. What was going on inside Crawford got passed around like a ghost story. Except this one was true. Wahrscheinlich Linda macht die Maske. Ich denke, bei Maske jetzt immer an, ne? Scheiße, ein FE2 oder so. Aber ich vermute, es handelt sich um so ein Gürkchen-Ding, ne? Do you know who's been ringing those bells all over town? Yeah, that would be me. I knew it! Lee, I knew she was the one who'd been following us! Fucking with us! Get that finger out of my face, Grandpa, before I jam it straight up your ass. I haven't been following you. I don't even know who the hell you people are. Calm down, Kenny. The voice on the radio was a guy, remember? Yeah, well, whoever you are, ringing those bells this morning nearly got us all killed. Raised the dead all around us. That's the idea, genius. It's how I get around. I ring a bell in one neighborhood to attract the local geeks towards it. Buys me some time to scavenge the areas they cleared out. Geeks? Is that what you call them? Yeah, you know, like at the carnival? They'll eat anything, alive or dead. That's pretty smart, with the bells. Doesn't take much to outsmart the dead. Bunch of dumbasses. So we do just gotta geeks. Move fast. Get in and out before they start to wander back again. Look, I'm gonna ask you people again. You're not from Crawford, so who the hell are you? What are you doing here? Came down here looking for a boat. Hoping to get our people out of here and find someplace safe. Yeah, good luck with that. Anyone with a boat took it out of here as soon as people started eating each other. Any that got left behind, Crawford stripped them for parts. Cars, too. There's gotta be something. If there was, do you think I'd still be here? I've been over every inch of this city. This whole place is picked clean. God damn it! Fuck! Hey, moron. You wanna keep your voice down? Shit. Since you're not getting on any boat, I'd advise you folks to go back to where you came from before... Great. Just great. Ihr Bruder Kaido. Isn't that the way we came? Ich weiß, das ist... Gunshot must have brought him back. Isn't there another way back to the house? Monica, is there a... Ehrenlos. Heftiger 31er, fast so wie Ben. Hey, you're just gonna leave us here? Sorry, I must have missed that part of our conversation where you became my problem. Don't leave us here, please. Kackkind, gönn. Come on, make it fast. Oh, fuck me. Come on, hurry. Für Fortnite. Come on. Come on, man. One good jump. Für Fortnite. Sekunde. Huh! Was? Ich dachte, ich steige auf die Tonne. Make it fast. Make it fast. Digga, wer ist... Ach, scheiß drauf, Digga. Nur wenn du falsch denkst. Du bist hier der Kranke. Clementine, can you hear me?
If you can hear me, just get back to the house, okay? I'll meet you there. Chillig, Jungs, sind in Kanalisation. Marshall aus und eine geile Kanalisation. Shit. Built solid. Solider. Solide wie eine Maschine. No way I can pry that open. Aber es war so klar, dass, oh Gott, nein, 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 bitte kein Labyrinth, bitte kein Labyrinth, bitte kein Labyrinth, gönn, kein Labyrinth. Kein Labyrinth. Es wird ein Labyrinth, schon gut. Voll Idiot. Nein, Johnny, kein Labyrinth! Schade, hätte er essen können vielleicht. Oh, bitte. Ich hab ganz, ganz, ganz schlimme Angst vor einem Labyrinth. Weil ihr wisst... Können bitte kein Labyrinth. Ein Labyrinth kann ich gar nicht, der kriegt alles. Es sieht nicht nach einem Labyrinth aus. Natürlich doof gelaufen. Could be the way out. There's no way I can take out all of those things by myself. Scheiße, für Fortnite. Einfach erstmal drehen. Won't turn anymore in that direction. Ja, hab ich ja. Nie, wie die Bulli, wie. Okay, rausgehen kann ich nicht, ne? Ich glaube, ich muss noch mal eins und mehr aufdrehen, wenn ich jetzt Big Brain mache, mal gucken, würde es klappen. Es geht nicht richtig, nicht weiter. Korrekt, Digga. Wird immer noch da sein, ne? Ich mach's einfach normal auf. Hä, wo bin ich? Ah, hier geht's weiter. Okay. Du bist gerade fett ballern, Kurs, gehst freuen für dich ungemein. Mashallah. Auf leise, auf Ehre, wie das keiner hört jetzt, die sind zumindest einfach alle lost. Und jetzt für Fortnite werden wir das anbringen. Für Fortnite! So Big Brain, es ist so Big Brain, holy shit, ich, das ist gerade so klug, was ich hier tue. Aber es ist, ich fühle mich ganz unwohl, es ist. Ganz beengend, finde ich. Ich fühle mich hier gar nicht wohl, besonders mit dem roten Strich, das hinten so ein anderer Murat ist. Machen das alle? Ich stürme raus, für Fortnite. Die wird 10 am Problem, die wird 10 am Problem. Die Pearl Mask of
die Pell auf irgendwas in der Augenbraue. Kritische Bücher. Nein! Oh nein! Chuck, you must have tried to hide out down here. Poor bastard. Nein! No bullets. You must have saved them. Ja, ich bin lost, aber nein, der. Der Ehrenobdachlose. Der Ehrenobdachlose, nein. Ob wir die auch kennen? Verstanden. Ich habe verstanden, was. I can't reach him. Go, goddammit. Für Fortnite. Das war gut gemacht, das war smart, ich hatte gar keine Probleme, Maschallah. Profispieler. Ach, Schack Todes, der war Ehrenbruder. Ein Jahr, ja, die Macht gefunden, die sich gemacht hat. Habe ich verstanden. Hoffe ich. Shit, it broke off. Loser. Das ist nicht gut. So wird das nicht klappen, schätze ich, aber vielleicht für Fortnite. What the hell? Stimmen wir die Pock? Ah ja, dann geht's gar kein Zweifel, dass denen das Maske Pock wird. Aber was ist das? Das wird jetzt aggressiv rumgerätselt. Was ist das? The hell? Must have been one of those old nuclear fallouts. Das ist ein Dummelsbunker! Maschallah! Also ich möchte nicht böse sein, aber der Atombomb wird ja nicht aushalten. Wonder if someone's living down here. Das ist echt beschissener Dummelsbunker. Oh geil, vielleicht gibt's noch. It's enough to keep people alive for months. Ehrenbruder Kylo. Ja, dein Snack, das alles geht ins Haus. Und dann hat man erstmal einen Monat Ruhe. Who are you? It's all right. It's okay. I don't want any trouble. Neither do we. Which is why you'd do well to turn around and leave, right now. Look, I'm sorry I disturbed you folks. I'll just be going. You can't let him leave. He's from Crawford. If he goes back there and they find out we're down here... Are you from Crawford? Hey, don't lie to me. I'll know. Where else can he be from? Everywhere else around here is dead. I think you better start talking. I'm not from around here. I'm from Athens. Grew up in Macon. I have a brother in Macon. You were there? How was it? As bad as here. I'm sorry. You can't trust him, Vernon. You can't let him leave. What do you want me to do? Shoot him in the head? Why not? Be more of a mercy than anyone from Crawford ever showed us. Think, Vernon. What do you think they'll do if they find out we're down here, right under their feet? And that shot freak up. You're right. I'm sorry, friend. Can't take the risk. Look, you don't want to do this. Let's talk, okay? What's to talk about? You won't even tell us who you are. My name is Lee. I'm a history professor. And I don't want to die today. And I don't think you want to kill me either. Don't. Don't come any closer, or I'll shoot. Come on. Let's just talk about this. Vernon, what are you doing? Shoot him! Nobody needs to get shot. Just take it easy. It's all right. It's okay. Vernon, what the hell are you doing? Vernon! Relax. I'm not here to hurt you.
You're really not from Crawford? No, I'm really not. Well, we are, or were. We got out of there when they started sealing up. Ich war gerade mega unter Stress, holy shit. Weeding out the sick and the old, so the perfect survivor society wouldn't be threatened. No room for weakness or vulnerability in their little master race. You don't look that old, so you're sick? We're sick. We're all members of a cancer survivors group that used to meet here at the hospital. We're in remission. Alle Krebs. But that wasn't good enough for Crawford. They'd already rounded up five of us before the rest of us managed to hole up and hide from them down here. This old basement's been abandoned for years. What is this? A morgue? Yeah. Irony's always high on my list when I'm looking for a place to survive. How did you find your way down here? A few of us got boxed in by walkers up on the street. Came down here trying to get away. Now I just want to get out of here and get back to my own people. Well, that sewer system you came through runs all over the city. It'll take you wherever you want to go. Those sewers are like a damn maze. Any chance you could help me find my way back? Look, I'd like to help you, but we've all got our own problems. Two of our group are sick and need constant care, and I'm the only doctor here. Besides, why should we help you? Och, halt's Maul! Because this is your other option. Nein, das wollte ich, ich wollte nicht drohen. Vern, what are you doing? I've seen my share of murderers since this all started. Ich wollte nicht drohen, Scheiße, hab ich verklickt. If he was the type to do violence, he'd have done it already. I'm calling you bluff. Your move. No, wait, listen to me. Look, das wollte ich klicken. Sorry if I scared you. I just want to get back to my people. Back to Clementine. She's your daughter? Yeah. She's probably already wondering where I am. Well, we can't have that, can we? Vern, what the hell are you doing? It's all right with me. I had a daughter, too. Lost her in the first days. I'll be damned if I'll just sit back and let that happen to someone else. Don't worry. I'll be back before you know it. Let's go see about your daughter. Gib ihm die Waffe zurück auf Ehrenbasis. Warum flackert das Licht so? Holy shit. Warum flackert das alles so? Warum ist das so komisch? Clementine? Clem? Molly? Oh, hey, you made it back. Who's this? He didn't tell you about me? Understandable, I guess. I'm the one who put that beating on him when he tried to jump me back at the river. Who's the fossil? Where's Clementine? She's around here somewhere. Relax, I got her and Kenny both back safely. You're welcome, by the way. Ich bin total verwirrt. I think you have something that belongs to me. Mashallah. Ich bin übertrieben verwirrt. Ich komme gar nicht mit. Mein Kopf ist gerade alles. Lee, thank God you're back. Krista, what's wrong? It's Omid. He's gotten worse. Much worse. We have a man wounded. Who's this? This is Vernon. He's a doctor. Oh, thank God. Could you take a look at him? You have to help us. Please. Ganz komische Frau. I'll see what I can do. Take me to him. Ehrenbruder, Jungs, der Typ ist Ehre. Wie gesagt, der ist Ehre. Let's take a look at him. Ja, der Opa und der Ehrenlose, aggressive Ehrenmann, so schockiert. Sei.
Jetzt lass nach Clementine gucken. Clementine, ich fress ein Bein. Clementine? Wo ist denn die? Von Fortnite. Clementine, you in here? Where is she? Digga, wo ist die denn? Ich glaube, sie ist ganz allein. Hallo, ihr könnt... Jungs. Scheiße, Digga. Was ist denn da los? Das ist mir gar nicht gesund. Ich glaube, der Typ ist Illuminat. Warum können wir nicht rein? Ich hab nur Zoom noch drin. Experience-Streamer. Damit wir hier sein. Clementine, you here? Clem? Digga. Was ist die denn? Clementine, antworte mal auf korrekt. Hello? What are you doing? Just poking around. You won't find anything. We already searched the place. You'd be surprised what people miss. Trust me, I've been doing this for a while. Where's Clementine? Don't ask me, I'm not her keeper. Hey, do I look like I'm in the mood to be jerked around? Where did she go? Last I saw, she was downstairs with your redneck friend and that college kid who hangs around with him. Why don't you go bug them? Der Hinterwäldler-Kollege meint, der Hinterwäldler-Kollege Kenny. Ha, Kenny ist Hinterwäldler. Aha! Hinterwäldler, Kenny. Jungs, hier habe ich zwei gefunden. Ich weiß genau, was kommt. Ihr müsst nur ja und nein sagen, Jungs. Und dann. Also. Klar. Ein Dread ist sehr oft. Dann jetzt die letzten paar Tage tatsächlich nicht. Aber sonst. Rette ich. Also war Anfang da, aber du weißt, wie ich meine. Clem? Clementine? Wenn wir jetzt nicht. Ich muss. Kann ich jetzt hier durch? Ich kann noch nicht durch. Der tut nur so. Der macht immer 1 gegen 1 vorne, meinst du? Everything okay in there? We're fine. Just leave us alone and let the doctor work. Ich dachte, ich habe eine bei den Sound gerade, Jungs, da war. Digga, ich habe gerade ein ganz anderes Ding gedacht. Ich dachte, was war denn das für ein Game? Ich war gerade verwirrt. Ey, die Tür wird zum gleichen Raum führen, ne? Ja, okay. Habe ich fast gedacht. Dann muss ich wieder runter. Run. Clementine! Wo ist Clementine? Und bei dir, war ich bei der Tür schon? Ah, nee, ja, das war dumm. Bei Ray Clementine! Scheiße, come out, please! Ist unangenehm, dass ich vom Namen gar nicht genau weiß, wer es ist. Kenny? Oh, hey, you made it back. Good job. What the hell do you think you're doing? What does it look like? Where'd you get the bottle? Found it. You want to throw down again like so back heavy on the train? Because I fight better when I'm shit-faced. Hey, take it easy. Think you've had enough. To hell with you! Getting wasted's not gonna help anyone. Yeah? Well, what is? We are fucked! Molly said there's not a single boat left in Savannah. No way out. Korrekt, Turnier. We got walkers all around us. That crazy fuck on the radio messing with us. Hell, if now ain't the time for a drink. Ich kenne den Namen halt nicht, von daher würde nicht so aktiv sein. Ich hasse es, Kursgris, ich hasse es, Digga. Reagier mal gleich nochmal auf das Klingern-Video. Nochmal! Kann ich machen. Ist selber aggressiv dumm, aber kann ich machen.
Muss der gleich bei Schrecken öffnen, ja. Recht. Ich meine, diesen Speicherpunkt mache ich dann aus und dann gucken wir nochmal das Klänger wieder an meine Stelle an. Have either of you seen Clementine? Kenn ich echt nicht. Damn if I know. Gotta be around here somewhere. Ben, I gave you one job when I left here. Take care of Clementine. Then she shows up out on River Street looking for me. What the hell happened? Hey, don't put all that on me. Omid took a turn for the worse, and Krista asked me to help. I'm sorry, I'm doing the best I can here. She was frantic, and things got kind of crazy. I told Clementine to stay put. What else could I do? It's okay. I'm not mad at you. I just want to know where she is. I think she went out to play in the backyard. On her own? With no one watching her? Man, will you get off my back? She's fine out there. She better be, or it's your ass. Nee, was ist in 21 Tagen? In 21 Tagen kann es nicht... Clementine! Hat es ein Jahr her mit den Klängern, den kann das sein? Oder... Also, weil wir gerade bei Klängern... Doors covered in vines. Obvious, sehr reaktiv. Aber Digga, wo ist Clementine? Oh shit. Clementine, komm mal, komm on. Für Fortnite, bis dich, Fortnite. Im Grab wird es nicht sein, schätze ich. Nun bull doch richtig zu. Da bin ich seit 12 Monaten da. Maschallah. Da muss ausgiebig gefeiert werden. Dieser anderen Basis. Ich weiß nicht, was ihr mit Fortnite meint. Fortnite ist. Fortnite, gutes Spiel. Kappa. Ganz weird scheint es sein. Für Fortnite? It's covered in vines. Don't think anyone came in through there. Was machen die da? Hey, girl. Come look. Look what I found. Pork. Wirklich. Mashallah, Clementine. Ehrenbruder Kylo. Es gibt Menschen, die sollte man nicht lieben, aber ein Großteil der Menschen. Ich liebe alle Menschen, außer die, die ich nicht liebe. Wer ist Christian? Ja? Omid's doing okay? As well as can be expected under the circumstances. I did what I could for him. Cleaned out the wound. But he's got a real infection. Running a fever. Without antibiotics, I... Will you quit pacing? You're making everyone nervous. Why are you even still here? Hey, if your friend really can get that boat working, you're taking me with you as payment for saving your asses. I figure that's fair enough, don't you? Well? You want the good news or the bad news? Die schlechte für Fortnite. Get the bad news out of the way first. Bad news is, she's not taking us anywhere the shape she's in right now. Gas tank's empty and the battery's dead. So what's the good news? That's it.
That's all she needs. Some gas and a battery. Other than that, she's good to go. Well, how are we supposed to get that stuff? This is HG. We should go back out on the street to see what we've found. Parken, ne? That's not gonna work. Crawford took everything and brought it inside their wall. Szene müssen wir da rein. They siphoned every gas tank, stripped every battery. There's Szene nothing left out there. You saw that for yourselves. She's right. Well, what about this Crawford place? Sounds like they'd have everything we need. Maybe we should try there. Now hold on a minute. Surely we have to try. If there are people left in this city who are still alive, who still have supplies, what harm can it do to ask? Trust me, you don't know these people. I do. You showing up with a wounded man, might as well put a noose around his neck. They don't exactly welcome children with open arms either. What the hell kind of a place are we talking about here? The worst kind? But I don't see what other choice we have. And just how exactly do you figure we do this? Because from what I've heard, that place ain't exactly friendly to outsiders. That's putting it mildly. There's got to be some way we can sneak in there undetected. There might actually be Zweiger Zuschauer, fände ich Pock. Fände ich aggressiv Pock und shit. Y'all wouldn't happen to have a map by any chance. Hey, auf, ja, da hättest du was zu tun, wo du es kriegst. Aber Jungs, wenn, GTA, wenn wir irgendwann wieder GTA spielen, dann kommen die ganzen Follow-Bots. I think I could lead us through so we could pass under the perimeter and right into the center where they keep their supplies. We come up right underneath them, take them by surprise, grab what we need and get out before they even knew what hit them. That's actually not the worst idea I've ever heard. I mean, it's close, but I don't know. Maybe it could work. I've thought about it before, just never had the people to do it. But I think if we all work together, we could pull it off. And what do you want in return for all this help you're giving us? Crawford doesn't just have what you need for your boat. They're also well stocked with medical supplies. Medicine that my people could use, just as yours could. We can do this. We have to. So, it's decided then? We're going to Crawford? Anyone else have a problem with this plan? Because we're gonna need every one of us to pull this off. Man, I don't know. I don't know about you, but I'd rather take a chance on doing something than just sitting around here waiting to die. That boat out there is an answered prayer. Just gotta push a little bit farther. Are you in or out? Ben Gunn, jetzt sei kein 31er. We should go tonight. Under cover of dark. I'll go let my people know. Give you all a chance to prepare. I'll be back before midnight. Be careful. That's how I'm still alive. I told you to stay in your room. How long have you been there? Is it going to be dangerous? Is what gonna be dangerous? Crawford. I can't lie to you, Cliff. Yeah, it's gonna be dangerous. But it's the only way to get the things we need to make Omid better and get the boat working. That's why we have to do this. Do you understand? I don't want anyone else to die. Neither do I, Clem, but sometimes we have to take that kind of risk. I guess I should go get ready. Say what now? You said you'd need all of us to do this, and you said I'm a big help, remember? Molly said Crawford is the only place left in Savannah that still has people. That means it must be where my mom and dad are, right? Where I'm going, it's just too dangerous. For children especially. You said I'm supposed to always stay close to you. Ich will nicht mitnehmen. Can't I come with you? Scheiße, Jungs. Ja, nein, was soll ich tun, was soll ich tun? Ich weiß nicht, was soll ich tun? Soll sie mitkommen? Scheiße. Ich weiß nicht. Sie wird sterben, glaube ich, oder? Okay. Ja. You can come. But you have to promise to stay quiet and do exactly what you're told the whole time we're there. Oh, okay. Scheiße, ich habe Angst, dass Clementine stirbt. Ich habe richtig Schiss, dass sie stirbt. Also Frühstück ist. Snack Mix.
Mal schauen, was Max bei den Typen läuft. Die Fake-Dinger von Aldi sind besser. Kuss-Keks. Komm, Speicherrad. Check out what I found in the garage. Hatchet, hacksaw, some other tools. Might come in handy. Night Brothers, so viele Teilmods. Nice. Can I talk to you a minute? What's up? I took another look at the boat. She's a 30-footer. So? So, we're gonna have a capacity problem. Boat that size ain't gonna hold more than 5 people, even with one of them a kid. Me, you, Clem, Krista, Omi, Ben, Molly. Assuming everyone makes it back alive, that's still one too many. Even if we cut Molly loose. Before this is over, we're gonna have to make a decision. You're not serious. Look, I'm just saying, if we want the best chance of... Die wollen mitkommen, Zehner wollen hier mitkommen. Who the hell is this? This is Bree, she can help us. Good. We're gonna need all the help we can get. I was a student at the school where Crawford keeps their supplies. I know the layout. Then what are we waiting for? Let's get moving. Die Sachen machen wir aber erst, wenn die ist voll aktiv. Hold up just a sec. You ready? Ready. Hey, whoa. Digga, ich bin ready, Digga, ich bin ready. With us. Did you not hear anything I said about the kind of place Crawford is? If you take her in there and they find her... This little girl's not just excess baggage. Ich hab ein Kilo She's gotten Cocktails. Us out of a tight Cocktail. Spot more than once. She's Nack coming. Mix. Deal with it. Ich hab heard the man. Let's move out. Da ist doch... Warte mal, da ist doch Alkohol drinne. Das ist ja... Also... Scheiße, ich hab den Sound. Ich wollte diesen bestimmten Sound aufschieben, aber ich hab ihn nicht drauf. Aber... Alkohol. Der ist eine andere, der riecht besoffen. Zehner. Und da hat sich gestern richtig zugeschüttet. So, und zwar jetzt. Leute. Warte, ich brauche coole Musik jetzt. Leute, das war die Folge. Wenn es gefallen hat, lasst gerne einen Daumen hoch da. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.